Hallo ihr Lieben, wir wollen heute über das Aqua Face Powder von Rival de Loup sprechen. Das gibt es aktuell in der Swimmingpool Limited Edition. Kostet um die 3 Euro, es sind 15 Gramm enthalten, also sehr, sehr viel. Es ist ein loses Puder, so sieht die Dose aus. Es gibt auch einen Tester am Stand, Daumen hoch dafür, finde ich sehr, sehr gut. Es kostet um die 3 Euro, habe ich glaube ich schon gesagt, aber zur Sicherheit nochmal. Warum ist das Ganze so interessant? Und zwar ist es ein Tube zu den Liquid Cool Powdern von MAC. Die gab es zum ersten Mal in der Disney Venomous Villains Limited Edition Oktober 2010. Wer meinen Haul dazu gesehen hat, der weiß, er war riesig. Ich war damals auch scharf auf diese Face Powders, habe es dann aber gelassen, weil sie über 30 Euro kosten. Jetzt sind sie im Standardsortiment, kosten immer noch so viel. Ich habe sie immer noch auf dem Wunschzettel, aber bisher war mir die Ausgabe einfach, ja, es gibt andere Sachen, die mich mehr interessieren und ich habe eigentlich auch genug Schimmerprodukte. Das fand ich jetzt aber interessant genug und günstig genug, um es zu kaufen und euch vorzustellen, weil ich glaube, dass es für einige wirklich sehr, sehr interessant ist, die Taschengeld nur bekommen, die noch sehr jung sind, die auf der Suche nach Tubes sind oder auch für die Älteren, die nicht so viel Geld ausgeben möchten. Ich sehe mich da ja immer als Vertreter der Drogerie-Kosmetik-Sparte, obwohl ich auch sehr viele High-End-Sachen kaufe. So ist es nicht. Also, ja, wie gesagt, es ist ein loses Puder. Da ist ein Sieb drin. Ich habe jetzt aber sehr, sehr viel rausgeschüttelt. Ich habe es jetzt über eine Woche in Benutzung. Ich sage ehrlich, ich war am Anfang überhaupt nicht begeistert davon. Das hatte ein paar Gründe. Ich habe es zuerst geswatcht und nicht auf den Wangen aufgetragen. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil wenn man das so auf die Hand aufträgt und dann ja, auf der Haut so ein bisschen verreibt, dann ist das so, dann betont es natürlich jede Falte, die man hier hat und da auch. Also es sieht einfach unschön aus und auch so ein bisschen wie geweißelt. Das passiert aber auf den Wangen nicht. Was kann das Puder eigentlich? Wie gesagt, es heißt Aqua Face Powder. Ist ja schon das Wort Aqua drin. Es hat so einen kühlenden, nassen Effekt. Also das Puder ist so leicht kühl, was man dann auf der Haut merkt, aber auch so ein bisschen nass. Und dann setzt sich das. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie das Gefühl, wenn ihr euch so ein Thermalspray aufsprüht, einfach nur punktuell da, wo ihr es auftragt. Das Puder ist empfohlen auf der Rückseite fürs ganze Gesicht. Das empfehle ich euch nicht. Es ist nämlich, es gibt einen leichten Schimmer. Benutzt es als Highlighter. Ansonsten highlightet ihr euer ganzes Gesicht und seht aus wie Bella Kahlen. Im besten Fall ist das natürlich wundervoll. Wir wollen alle so schön eben gleich aussehen wie ein Vampir. Aber solange der Rest der Welt nicht glitzert im ganzen Gesicht, ist das nichts. Also lasst es einfach. Ja, am Anfang war ich nicht zufrieden damit. Ich muss sagen, mittlerweile gefällt es mir sehr, sehr gut. Liebe Coco, wenn du das siehst, kauf es dir doch. Ich habe es ihr am Telefon irgendwie so ein bisschen schlecht geredet. Das war nach 2 Tagen Benutzung. Jetzt halte ich da doch ein bisschen mehr davon. Ja. Ich trage es auf mit so einem Stinktierpinsel und dupfe da einfach mal so rein. Und dann habt ihr sehr, sehr viel Produkt auf dem Pinsel. Das war jetzt sogar ein bisschen zu viel. Schüttelt es einmal kurz ab. Also im besten Fall habt ihr einfach weniger Produkt in der Dose und dann auch weniger am Pinsel. Und dann trage ich das einfach da auf, wo es hin soll. Also meistens auf die Wangenknochen. Bei euch sieht man die wahrscheinlich. Ich muss sie ja fühlen. So. Und dann setzt sich das so ein bisschen, es kühlt und es setzt sich und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann ist auch der Glanz da. Ich muss sagen, ich habe bei einem Highlighter sehr, sehr gerne Speckglanz. Speckschwartenglanz, ja. Das macht es natürlich nicht. Es highlightet sehr subtil, sehr fein, aber sehr schön. Es ist vergleichbar mit dem Catrice Highlighter aus der Ender Wonderland Limited Edition. Vielleicht noch ein bisschen subtiler. Im Sonnenlicht draußen sieht man es natürlich sehr, sehr viel mehr. In normalen Räumen oder beleuchteten Räumen geht es nicht unter, aber ihr müsst schon nah dran gehen, um den Schimmer dann auch wirklich zu sehen. Von weitem sieht es einfach nur natürlich schön gehighlightet aus. Was mir gut gefällt, was aber einige stören könnte, mich manchmal auch ein bisschen stört, ist wie ein Thermalspray. Es setzt natürlich das ganze Make-up, dann halt das, was ihr da auf den Wangen habt, sehr schön. Bei mir ist es aber so, das habe ich aber bei Thermalspray auch, dass dann die Poren sehr stark betont werden. Ich habe keinen Primer drunter und auch nichts, was meine Poren zusammenschließt. Es gibt ja solche Cremes, die Poren verfeinern. So eine habe ich zurzeit nicht, möchte mir aber gerne mal eine zulegen zum Test, noch wenn es Silikonbomben sind.
Bei mir ist es hier sehr stark, dass ich da sehr große Poren habe. Und wenn ich es hier auftrage und es sich dann gesetzt hat und dieser kühlende Effekt weg ist, sieht man einfach, dass hier die Poren sehr, sehr stark betont werden. Mich persönlich stört es immer, wenn ich in den Spiegel gucke, dass man gerade so krass die Poren sieht, aber auf der anderen Seite kommt niemand im besten Fall so nah an euch ran, außer ihr seid beim ersten Date und fangt dann an zu knutschen, dass das jemand anderen stören würde, außer dich selbst. Ich denke mir, gut, die haben alle einen guten Abstand, die sehen einfach nur, wie schön dein Make-up heute aussieht und wie schön es glänzt. Also subtil glänzt, ich sagte ja, Speckschwartenglanz ist es nicht. Also ich kann damit doch leben und benutze es mittlerweile sehr, sehr gerne und bin auch froh, dass ich es gekauft habe. ich habe ja noch sehr junge Haut, die nicht so faltig ist. Gut, sie ist aber auch ausgepolstert mit sehr vielen Fettzellen. Dass mich es im Gesicht nicht stört, was mich auf der Hand stört, dass es halt hier so diese Falten und Rillen betont. Wenn ihr jetzt ein bisschen älter seid, ist das nicht schlimm, aber solltet ihr schon ein bisschen Fältchen haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die auch betont werden, gerade weil die Poren hier natürlich auch betont werden. Also mal gucken. Aber es ist wie gesagt ein Tester am Stand da. Tragt es euch mal auf die Fingerkuppe auf, tragt es euch mal auf die Hand auf und vielleicht ein bisschen auf der Backe, wobei man immer vorsichtig sein sollte. Man weiß nie, wer da seine Hand schon drin hatte. Es kostet, wie gesagt, 3 €. Ich kann es weiterempfehlen, beachtet aber das, was mich persönlich stört. Ich benutze es trotzdem gerne. Vielleicht stört es euch so sehr, dass ihr sagt, die 3 € spare ich lieber für was anderes. Es kommen jetzt Ende September, Anfang Oktober ganz viele neue Standardsortimentssachen in die neue Drogerie. Ich habe schon ein paar Pressemitteilungen gelesen. Ich habe ein paar Sachen mir rausgesucht. Ich kann sagen, ich glaube, dass das Drogeriesortiment nochmal einen Schritt nach oben macht, es sehr, sehr gute Sachen geben wird. Ich habe zum Beispiel jetzt von Catrice die Creme-Lidschatten zugeschickt bekommen zum Testen, die ein Standardsortiment einhalten. Ich finde persönlich, ich habe heute den goldenen drauf. Ich kann noch nicht viel sagen, aber ich glaube, dass die sich mit der Auswahl an speziellen Sachen schon an High-End-Kosmetik annähern. Von der Qualität ist es natürlich sehr durchwachsen, aber ich glaube, dass man Perlen suchen kann und sie auch findet. Und die werde ich euch auf jeden Fall vorstellen, weil ich denke, dass es auf die Qualität ankommt und die Qualität nicht immer den Preis bestimmt, sondern manchmal bestimmt einfach auch das Label den Preis. Ich gebe dafür auch sehr, sehr viel Geld aus, gerade für Chanel. Aber meiner Meinung nach muss es das nicht immer sein. Deswegen back to the roots, gucken, was in der Drogerie ist und mal schauen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Speicherkarte voll. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger als sonst. Aber ich wollte es einfach mal ausführlich machen. Nicht so kurz. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was euch daran interessiert. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir unten rein, ob ihr es gekauft habt oder nicht. Ich denke wirklich, dass man in der Drogerie gute Sachen finden kann. Ich finde es super. Ich weiß nicht, ob das von MAC mehr kann, weil ich es, wie gesagt, noch nicht auf den Wangen hatte. Ich denke, das von MAC schimmert einfach viel, viel mehr. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.